Sag mal, du isst das schon noch, oder? Oder? Hallo Mister, ich bin den ganzen Tag nicht zu Hause und lasse meine arme, überarbeitete Frau für mich kochen. Wofür mache ich den Mist überhaupt, wenn du sowieso nach zwei Löffeln nichts mehr anrührst? Ich habe letztens in der Doku gesehen, wie diese Muscheln abgeschafft werden. Die wachsen ganz nah am Meer, auf diesen rauen Felsformationen da. Zwischen den Steinen, da haben wir das Handy gefunden. War ein Glücksfall. War zwar passwortgeschützt, aber mit zwei Nullen. Es sind immer zwei Nullen. Das sollte man meinen, die wissen doch langsam, dass es nicht sicher ist. Die Leiche? Ach, ja, die Leiche. Also, sie hatte Schürfwunden in den Armen, an den Händen, vermutlich vom Kies, aber getötet auf die altmodische Art und Weise. Also, meiner Erfahrung nach, wenn irgendwo eine hübsche junge Frau erdrosselt am Boden rumliegt, dann ist meist ein junger, nicht ganz so hübscher Mann mit im Spiel. Bingo! 5 weggedrückte Anrufe, 5-mal der gleiche Typ. Wird staccatoförmig ernst, das... Staccatoförmig ist doch das jetzt, wenn es immer lauter wird, oder? Naja. Auf jeden Fall eifersüchtiger als jeder Shakespeare-Protagonist. Das langweiligste Motiv aller Zeiten. Aber ich glaube, Sie wollen das alles doch, gar nicht hören. Doch, lassen Sie mich das mal hören, bitte. Na gut. Aber sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ja und? Ihr habt eine Leiche gefunden. Das ist dein Job. Du solltest froh sein, wenn ihr Leichen findet. Wenn ihr keine Leichen mehr findet, dann bist du arbeitslos. Da ist ein Mensch gestorben. Hier stirbt gleich auch jemand, wenn das alles übrig bleibt. Wo ist der Ring? Was? Der Ring. Du trägst deinen Ring nicht. Ich weiß nicht. Gehst du so jetzt immer zur Arbeit? Vorher schön den Ring ab, dann kannst du besser mit den Assistentinnen flirten oder mit einer verstörten Angehörigen. Nein! Oh, Herr Kommissar, mein Mann ist gestorben. Na, da weiß ich nur eine Sache, die Ihnen helfen kann. Du bist ja verrückt. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt, weil mein Mann so tut, als wären wir nicht verheiratet. Ich bin verrückt. Ja, nicht unbedingt verrückt, aber aus kriminalpsychologischer Terminologie würden wir sagen, chronisch eifersüchtig. Chronisch eifersüchtig? 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 Klar bin ich eifersüchtig, wenn sich meine eigene verfickte Freundin an jeden Typen ranmacht, der ihr über den Weg läuft. Was zur Hölle meinst du eigentlich? Außerdem aufgelegt. Ah, keine Angst. Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Nein, das lass es nicht einfach auf mir sitzen. Mit was weiß ich, wem kannst du das machen, aber nicht mit mir, okay? Nicht mit mir. Du bist so gleichgültig, so verdammt, verdammt gleichgültig. Jede Muschel in dieser Fischsuppe hat mehr Emotionen als du. Nein, korrigiere, jeder Stein, auf dem diese Muscheln wachsen, hat mehr Emotionen als du. Warum tust du mir das an, hä? Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin kein schlechter Mensch, hast du gehört? Aber du bist autistisch, bist du. Nein, 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 das wäre eine Beleidigung für jeden Autisten. Eine emotionslose Hure, das bist du. Eine